Bitte begrüßen Sie die Moderatorin des heutigen Abends, Siham El Maimouni. Herzlich willkommen. Next Chapter heißt der Song, den wir gerade gehört haben, passt wunderbar zum heutigen Abend. Auch wir schlagen ein neues Kapitel auf beim Grimme Online Award 2019. Und Kaleo Sansa wird heute für die Musik verantwortlich sein und ich dafür, dass ihr alle einen Bombenabend habt. Und mit ihr meine ich, ja, ich mache große Versprechungen, ich weiß. Mit ihr meine ich vor allem die Nominierten. Wir machen das jetzt mal ganz oldschool. Wir haben 1200 Einreichungen bekommen und guten Tag, schön, dass die Politik auch da ist. Hallo, guter Auftritt. 1200 Einreichungen und 28 haben es hier zur großen Preisverleihung geschafft. Ganz oldschool, wer alles nominiert ist, einmal bitte die Hand heben. Alright, die anderen? Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, das kriegen wir noch ein bisschen lauter. Ich wollte gerade sagen, die anderen müssen sich jetzt umso mehr anstrengen, weil es ist wirklich eine riesengroße Leistung, dass sie nominiert sind, dass ihr nominiert seid. Ihr habt tolle Arbeit geleistet. Also nochmal bitte einen richtig fetten Applaus. Danke. Ralf Rute feiere ich jetzt schon, das Who-Girl hier heute Abend, sehr schön. Und hi natürlich auch aus der Kölner Flora in den Livestream. Ab jetzt heißt es bitte bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, Hashtag Goa19. Und bevor über diesen Hashtag jetzt irgendwie Fragen kommen zu, wer ist eigentlich diese Moderatorin und was genau hat die da auf dem Kopf? Haare, gebe ich euch allen mal ganz kurz ein paar Mini-Infos zu mir. Mein Name ist Siham El Maimouni. S-I-H-A-M-E-L-M-A-I-M-O-U-N-I. Ich habe versucht, sehr, sehr gut gemacht. Ich habe zum ersten Mal meinen Namen gebärdet gesehen. Vielen Dank. Wir haben hier heute... Wir haben hier heute zwei Damen, Lisa und Sandra. Die werden für den Livestream komplett die Preisverleihung in deutsche Gebärdensprache übersetzen. Das ist großartig. Das machen wir auch bei einem Arbeitgeber von mir ganz gerne, bei der Sendung mit der Maus. Ich arbeite da als Reporterin, ich moderiere im WDR-Fernsehen die Kultursendung Westart und im Radio Cosmo. Was jetzt meine Netz-Credibility angeht, es gibt hier im Raum irgendwo einen alten Weggefährten von mir, Netzjournalisten Daniel Fiene, der kann, wo bist du? Oh, ganz hinten. Da hinten sitzt die Jury, da hinten. Er kann bestätigen, dass ich RSS-Feeds sehr gut validieren kann. Ja, und dass ich vor allen Dingen es liebe, Inhalte aus dem Netz zu konsumieren. Und ehrlich gesagt wünsche ich mir fürs lineare Radio, fürs lineare Fernsehen, dass wir uns ein bisschen mehr vom Netz abgucken. Dass wir verstaubte Strukturen aufbrechen, innovativer, progressiver werden und uns auch mehr wieder auf Inhalte konzentrieren. Und es gibt hier... Es gibt hier heute Abend unter den Nominierten wirklich sehr, sehr viele gute Beispiele dafür. Wir werden uns heute Abend sozusagen vor dem Best-of des Netzes einmal einen Knicks machen und wir werden Beiträge sehen, die einmal eine sehr starke Innovationskraft haben, die zeitgenössisch sehr relevant sind und wirklich von einer besonderen publizistischen Qualität und vor allem machen sie einfach mega Spaß, sich die anzugucken.